Hi Kids, let's dance! Schon zu Ende? Na, das war gerade richtig cool, oder? Wie wir zusammen getanzt haben. Hey, willkommen zum Sonntag. Ich freue mich total, heute mit euch zusammen zu feiern. Und wisst ihr was? Es gibt auch wieder Geburtstagskinder, denen wir heute gemeinsam gratulieren wollen. Hey, Jeremy, du bist ein Jahr alt geworden und Brayden ist 6 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch! Hey, dann lasst uns doch jetzt noch gemeinsam beten und Gott für heute einladen. Wenn du möchtest, kannst du einfach mitbeten und deine Hände heben oder falten oder wie du es gerne möchtest. Okay, lasst uns beten. Danke, Jesus, für den Tag heute. Danke, Jesus, für Mama und für Papa und für unsere Erzieher und für unsere Lehrer. Und wir möchten dich weiterhin für Kraft und Gesundheit in dieser Zeit bitten, Jesus. Und danken dir, dass du mit dabei bist. In Jesu Namen. Amen. Hey, und ich habe richtig Lust, heute über eine ganz besondere Frau zu hören. Eine ganz, ganz mutige Frau, die ein richtiger Overcomer ist. Seid ihr bereit? Dann los geht's! Hallo Kids, schön, dass ihr da seid. Diese Woche lief ich so durch Berlin und habe gedacht, ach, wie schön wäre es denn, in einem Palast zu wohnen. Und dann habe ich mir so vorgestellt, dass es in dem Palast keine Treppen gibt, sondern nur Rutschen gibt. Und überall gibt es Spielzimmer und es gibt das leckerste Essen. Und im Garten gibt es überall kleine Eisstände, wo man seine Freunde einladen kann und mit denen Eis essen kann. Ach, das erinnert mich doch an eine Geschichte.
Da gab es ein Mädchen in der Bibel, die hieß Esther. Und die hat auch davon geträumt, Königin zu werden. Aber die war nicht mal Prinzessin. Aber jeden Tag hat sie so gedacht, ach, wie schön wäre es dann, Königin zu sein. Und die lebte aber tatsächlich in einem Königreich. Und eines Tages kam der König und hat gesagt zu seinem ganzen Volk, ich suche eine Frau. Und Esther wurde eingeladen in den Palast, um den König kennenzulernen. Und jetzt ratet ihr mal, was passiert ist. Genau das ist passiert. Esther wurde Königin. Und was darf bei einer Königin nicht fehlen? Na klar, die Krone. Schaut mal, wie schön die ist. Oh, die glitzert überall und die leuchtet. Überall Edelsteine. Esther hatte es richtig gut als Königin. Die hat so geliebt, Königin zu sein. Und eines Tages kam im Palast ein Freund von Esther vorbei. Naja, ein Verwandter. Und der hat ihr was erzählt. Und da ist plötzlich alles anders geworden. Der Verwandte hat Esther erzählt, dass ein paar böse Leute was geplant haben gegen sie und ihr Volk. Esther hat hin und her überlegt und hat Angst bekommen, hat gedacht, oh, was mache ich denn jetzt, wenn da jetzt Leute kommen und die meinem Volk was antun möchten. Und da ist es ihr eingefallen. Gott hat zu ihr mal gesagt, dass er immer bei ihr ist und egal was kommt, an ihrer Seite ist und ihr durchhilft durch Sachen. Und da wusste Esther, sie kann Gott um Hilfe bitten. Esther hat sich dann überlegt, was kann sie denn machen? Und da kam es ihr. Die hat all ihren Mut zusammengenommen und hat gesagt, ich muss zum König gehen. Aber leichter gesagt als getan, weil damals konnte man nicht so einfach zum König gehen und sagen, König, ich habe da mal eine Bitte. Weil entweder hat er einem vielleicht gar nicht zugehört oder man durfte sogar gar nicht in sein Zimmer rein. Aber Esther hat gedacht, ich probier's. Es geht um mein Volk und dem möchte ich helfen. Und sie wusste genau, dass Gott an ihrer Seite ist. Und ist zum König gegangen und yes, der hat ihr denen geholfen. Und so konnte Esther zum Volk gehen und denen erzählen, was passieren wird, was die geplant haben. Und die konnten sich vorbereiten. Und als die bösen Leute kamen, haben die gewonnen. Und die konnten ihr ganzes Volk retten. Aber ihr glaubt gar nicht, wie dankbar Esther Gott war. Wow, Esther war nicht nur eine Königin, sondern die ist auch ein richtiger Overcomer. Erinnert ihr euch noch, was ein Overcomer ist? Genau, jemand, der Gott vertraut und weiß, dass Gott immer an seiner Seite steht. Und wisst ihr was? Nicht nur Esther ist eine Königin gewesen, sondern ihr seid auch doch Königskinder. Okay, passt mal auf, wir machen mal was. Holt mal eure Krone raus, die unsichtbare Krone. Vielleicht ist sie in der Hosentasche bei euch oder liegt neben euch. Holt die mal raus und wir setzen die mal auf den Kopf. Und dann rufen wir auf drei gemeinsam, ich bin ein Overcomer. Okay? Ich lege die mal ganz kurz weg. Einen Moment. Okay. Eins, zwei, drei. Ich bin ein Overcomer. Yay, genau das bist du. Wow, Gott macht dich und mich zu einem Overcomer. Das ist richtig cool, oder? Hey, und weißt du was? Du darfst dir heute noch drei weitere Dinge merken, okay? Und zwar, dass Jesus dich so dolle lieb hat und dass er dir all deine Schuld vergeben hat. Und dass er heute dein allerbester Freund sein möchte. Und wir können Jesus in unser Herz einladen. Das geht total einfach, wir müssen ihn eigentlich einmal nur fragen. Und wenn du das Gebet noch nie gesprochen hast, dann will ich dich gleich einladen, dass du das einmal mit mir gemeinsam beten kannst und Jesus in dein Herz einladen kannst, okay? Danke, Jesus, dass du all meine Schuld vergeben hast. Danke, dass du mich so dolle lieb hast. Heute möchte ich dich in mein Herz einladen. Und ich freue mich, dass du ab heute mein bester Freund bist. In Jesu Namen. Amen. Wow, hey, so einfach geht das. Und wenn du heute das Gebet gesprochen hast, weißt du was, wir feuern dich an. Wir freuen uns so sehr, dass du das heute entschieden hast. Und du kannst einmal Mama und Papa Bescheid geben oder wenn du magst, das natürlich auch mit Mama und Papa gemeinsam beten. Weißt du, als ich das damals entschieden habe, das ist schon ein bisschen her, aber weißt du, das war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Und deshalb wollen wir dir heute sagen, wir feuern dich an und wir freuen uns so sehr für dich. Okay, wer hat Lust auf ein Experiment? Na dann passt jetzt mal ganz genau auf. Hey kids, it's Christopher here and we're going to do an experiment. So for this experiment we need three things, so you better go ahead and get these three things. The first thing, Skittles. You can get them at any supermarket. Netto is where I got it. Number two, warm water. And thirdly, a plate or bowl of some sort.
preferably white. Let's get into the experiment. Okay, so let's get into it. So make sure your parents are there with you so that they can have some fun too. So we're gonna take the Skittles and put them in a circle like we have here, starting with your favorite color, of course. If it looks like an oval, that's fine. So then we'll take the water and pour it from the middle, going outwards, very slowly though, until the water reaches all the Skittles. How cool was that, kids? So now basically, take your Skittles and enjoy them. This experiment is endless. You can put any patterns you want and just send us some pictures. We'd love to see you guys' patterns. We cannot wait to see you guys again. And until next time. Ach so, dafür waren die Skittles gedacht. Na, das sah natürlich echt richtig cool aus. Dann sollte ich das vielleicht auch gleich mal ausprobieren. Oder? Hey, es war richtig cool heute mit euch, Kids. Und ich freue mich total auf nächste Woche mit euch. Ciao! His perfect love. Have you heard of the one in heaven? Have you heard how he gave his son? 'Cause I have found this love. I believe in the sun. Show me your way. Jesus, you are my best friend. And you will always be. And nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. And you will always be. And nothing. Savior, I believe he's the risen one. I believe that I'll live forever. I believe that my king will come. 'Cause I have found this love. I believe in the sun. Show me. You are my best friend, and you will always be, and nothing will